So, meine lieben Gäste hier bei uns in der VIP-Lounge, herzlich willkommen, Tito. Danke, bist ein bisschen laut. Herzlich willkommen bei uns hier in den VIP-Räumen nach dem Spiel BAK gegen VfB Dynamo. Berliner Derby, Ausgang ist bekannt, 2:0. Für unsere Athleten möchte recht herzlich die beiden Gästetrainer in Rico begrüßen, zu meiner linken und zu meiner rechten Dame. Wir sind keine Fachmänner, die sitzen links und rechts. Deswegen, Herr Rico, wir haben unseren Spiel gesehen. Ja, guten Tag erstmal. Von meiner Mannschaft jetzt, ich muss sagen, bin sehr, sehr zufrieden mit dem Auftritt. Man hat zum Schluss dann schon gesehen, dass es schon schwierig wird, zwei, drei, vier Tage zu spielen. Wir waren dann ein bisschen müde, aber insgesamt denke ich, wir haben gut gestartet, kompakt gestartet. Sie haben sehr diszipliniert gespielt, sie haben alles reingehauen. Wir haben auch gute Möglichkeiten gehabt, da vielleicht von 16, 18 Metern müssen wir halt eher mal das Tor treffen. Da müssen wir sicherlich dran arbeiten. Und natürlich die abgerutschten Flanken, die haben auch nicht so gut trainiert, dass man durch so ein Tor natürlich dann im Rückstand gewählt. Das war schon ärgerlich, aber sowas passiert. Und am Ende denke ich, ja, BAK hat gut gespielt und hat die Tore gemacht und somit dann halt auch verdient gewonnen. Dankeschön, Abu. Noch eine Musik, 2:0. Wie zufrieden bist du mit dem heutigen Spiel? Na, mit dem Ergebnis und mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Wir kamen richtig schwer rein. Man hat gemerkt, dass die Jungs schon ziemlich platt sind. Wir haben die Zweikämpfe nicht annehmen können im Mittelfeld. Dynamo hat uns vor großes Problem gestellt in der ersten Halbzeit, muss man ehrlich zugeben. Dann kommen wir in die zweite Halbzeit. Gestern im Abschlusstraining und am Freitag habe ich ihn noch zusammengeschissen, weil er genau die Flanken immer wieder macht. Na klar, ist das. Am Mittwochabend und Sonntagsschuss haben wir sehr viel Glück gehabt, aber Flo flankt wirklich richtig gut. Dann haben wir Kontrolle gehabt im Spiel, hatten gute Passagen, hätten dann genauso wie das 2:0, das hätten wir das eine oder andere Mal besser ausspielen können und hätten vielleicht das früher den Sack zu machen können. Haben dann auch hinten raus wieder mal Jakubow im 1:1 sensationell gehalten. Und bin sehr zufrieden. Zwei Derby-Siege jetzt am Sonntag noch und dann ist endlich normales Programm wieder. Dann sind die englischen Wochen vorbei. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Abu. War lang und kräftezehrend, die ganzen englischen Wochen. Wir haben Medienvertreter hier im Haus, natürlich herzlich willkommen auch an euch, an Fersen vorhin zu sagen. Aber meistens seid ihr so ruhig, das fällt gar nicht auf. Habt ihr irgendwelche Fragen an unsere beiden Trainer? Ich meine, das sind zwei Berliner Mannschaften, haben es beide nicht weit. Also ihr könnt es übertreiben mit den Fragen. Ich sehe nicht. Wie bitte? Okay. Das war das Wort zum Sonntag. Ja. Oh, ja, also es gibt noch was Positives für beide Seiten. Wir hatten ja das Ganze hier mit dem Becherpfand mit dem BFC Dynamo zusammen organisiert. Unser technischer Direktor, Herr Nebio, hat gerade durchgegeben, dass insgesamt 735 Euro gesammelt worden sind durch den Becherpfand. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es vom BAK-Vorstand von Herrn Hand selbst, von unserem Präsidenten, schönen Dank. Nochmal 500 Euro extra drauf, also summa summarum knapp 1300 Euro für die offene Familie. Vielen Dank an alle Fans und natürlich an unseren Präsidenten. Ich glaube, das war, kann man bald leben, ne? Wenigstens was Positives tun mit dem 2:0-Sieg. Rieke wird es nochmal in der gleichen Spende für die Familie. Ich danke euch recht herzlich, wünsche euch noch eine angenehme Restwoche und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder hier bei uns in den Blindbäumen.